Diese Geschichte wird wahrscheinlich mit der Projektkalkulation Ende September stehen. Wir haben dann auch nicht mehr viel Zeit, das Geld anzusammeln. Das Projekt muss ja dann auch bezahlt werden. Es wird deshalb eine zweite Veranstaltung geben, wo das Ganze dann konkret wird. Und die ist jetzt schon angesetzt am Montag, 26. September um 20 Uhr wieder hier in der schönen Mensa. Laufende Infos für die Leute, die hier interessiert sind. Einmal die Anwesenheitsliste, die Frau Enke da angesprochen hat. Am besten mit E-Mail-Adresse, dann werden Sie auf dem Laufenden gehalten. Wir werden auf dem Gassenmarkt, der jetzt in 2 Wochen ist, einen Stand haben. Da wird es auch wieder konkretere Infos geben. Die Presseveröffentlichung in der OZ. Und ich denke, sobald die Projektkalkulation fertig ist, auf der Homepage der Steinburg-Genossenschaft gibt es dann alle aktuellen Daten zu dem Projekt. So, das war im Schnelldurchlauf, bevor jemand einschläft, die Präsentation der Projekte, die momentan ansteht. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Dazu. Ja, bitte. Ich möchte, mein Name ist Frank Derikatz. Ich bin ein gebrandmarktes Kind. Ich habe vor ca. 15 Jahren mein erstes Projekt, was Windkraft und auch Holzschnitzelkraftwerk angeht, einmal investiert. Das war für mich damals sehr viel Geld. Ich stehe also absolut hinter diesen Projekten. Ich bin gegen die Atomkraft, möchte nur etwas anmerken, wie gesagt, was ich persönlich erfahren habe. Ich habe in ein Holzschnitzelkraftwerk investiert, das war auch eine Genossenschaft. Es gab auch diese Struktur mit Mitgliedern und mit Vorständen und so weiter. Das war damals die erste grüne Bank, die es gab, die BKMU-Bank, und die hat mitinvestiert und eines schönen Tages hat es Schnitt gemacht. Die Bank war pleite, die Genossenschaftsvorstände waren weg und die Flotten waren auch weg, die Kohle war weg und ich habe keinen Cent von diesem Geld jemals wieder gesehen. Das waren damals 4.000 Mark. Ich habe ein zweites Projekt einmal in ein Windkraftwerk investiert. Das war bei Windwärts, damals wurden 16-17% prognostiziert an Wind. Es waren mehr als 3,5 Jahre keine Überschüsse, keine Ausschüsse, keine Zinsen, weil dementsprechend kein Wind da gewesen ist. Also die Investition ist da gewesen, das Geld ist da gewesen. Das sind zwei Aspekte und ein dritter Aspekt, den ich einwerfe. Ich möchte das nicht zerreden, kaputt machen oder sonst irgendwas. Nur, warum ich das sage, ist, geben Sie mir was Positives, damit ich da mein Geld investiere. Ein dritter Aspekt, den ich bis heute nicht verstehe, ich habe vorhin gehört bei dem Beitrag, für ein Windkraftwerk müssen 230 Tonnen Stahl gebaut werden. Wer produziert diese 230 Tonnen Stahl? Wie viel Strom brauchen wir, um 230 Tonnen Stahl in die Höhe zu bauen? Ist das korrekt gewesen, was ich da gesagt habe? 230 Mitglieder, 42 Tonnen Stahl. Okay, Entschuldigung, 42 Tonnen Stahl. Wo kommen diese 42 Tonnen Stahl her? Wie werden die produziert? Und wie viel Energie wird dafür aufgewendet? Das sind harte Dinge, die ich da jetzt bringe, aber wo ich nicht die Gesellschaft hier. Ja, okay. Und dann noch eine vierte Geschichte. Auch die Solarzellen müssen produziert werden. Werden die in Zukunft auch mit Solarenergie produziert oder reicht die Energie nicht aus, um diese Solarzellen zu produzieren, dass die Energie in 20 Jahren nicht ausreicht, um die Solarzelle überhaupt zu produzieren zu können? Gut, vielen Dank.
Hier zeigt sich ja das, meine Erfahrung aus der Praxis, dass ein Negativbeispiel so schnell umspricht wie 1000 positive. Ihre Erfahrungen, klar, sind bedauerlich. Es gibt sicher einige Genossenschaften, die sich wieder aufgelöst haben, aber wir haben hier gehört, wir kalkulieren hier mit gemäßigten Renditen, also weit unter 10%, also 4-5%, und es gibt gerade was die Windenergie angeht, drei Anlagen, die in unmittelbarer Nähe stehen, und da kennt man die Erträge über die letzten über zehn Jahre. Das heißt, hier ist die Prognose sehr sicher. Zu den ganzen Energierücklaufzeiten, zum Beispiel so ein Solarmodul, je nachdem, wer das Gutachten erstellt, liegt die Energierücklaufzeit zwischen 2 und 3 Jahren. Das heißt, nach 2 und 3 Jahren in der Sonne hat das Modul mehr Energie zurückgewonnen, wie es für seine Produktion gebraucht hat. Ich nehme an, Sie sind auch mit dem Auto hierher gekommen, jetzt möchte ich nicht, mit dem Fahrrad, zu Fuß. Oh, das ist natürlich sehr energieeffizient, schränkt natürlich etwas die Reichweite ein. Was das Genossenschaftsmodell angeht, kann Ihnen der Michael Justus sicher noch was sagen, wie sicher oder unsicher das ist. Ja, also vielen Dank für den Hinweis. Ich sagte, Genossenschaft ist die insolvenzsicherste Rechtsform, aber sie ist nicht 100% insolvenzsicher. Jeder, der sich wirtschaftlich betätigt, geht Risiken ein. Punkt. Wir überreden niemand und wir sagen auch nicht, es kann nie was passieren. Das wäre unredlich. Ja, sie nehmen ein gewisses Risiko auf sich. Wir minimieren es, aber wir können es nicht 100% ausspielen. Ich kann jetzt zu den Geschäftsmodellen der Kollegen von vor 15 Jahren nichts sagen. 15-16% Renditeerwartung, also das geht schon wirklich ein bisschen in Bereiche, wo ich diese Hochglanzbroschüren von anderen Anbietern vor mir sehe. Also würde ich schon von der Grundkonstruktion sagen, das ist nicht genossenschaftskompatibel. Also wir backen kleine Brötchen, aber die kann man dann auch wirklich essen, ja? Und die gibt es dann auch wirklich. Dass diese Zahlen, also 230 Menschen haben investiert, 42 Tonnen Stahl. Ich habe jetzt die Ökobilanz von Windrad nicht hundertprozentig im Kopf, aber von der Größenordnung sagt man so 2-3 Jahre, dann wäre aber auch alles sozusagen abgegolten. Ich weiß, ich kenne die Ökobilanz von einem Kohlekraftwerk nicht, ich kenne die Ökobilanz. Also wenn Sie auf der Ebene diskutieren, kommen Sie dann aber auch in Bereiche, da muss man dann aber auch mal alles auf den Tisch legen. Ja? Wir tun die Sachen ja nicht irgendwie herbieben, das ist alles Materie, die entstehen muss, aber ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg und das wird effizient passieren. Aber nochmal, auch wenn wir nette Menschen sind, vielen Dank für das Kompliment, können niemals sagen, es kann in den nächsten 100 Jahren bei der Energiegenossenschaft Steinbrück gar nichts passieren. Wir sind vorsichtig, wir haben eine Menge Fachleute dabei und vor allem sind wir regional unterwegs. Und das in dieser Kombination, glaube ich, schafft das ein enges Netz, das zwar irgendwann trotzdem reißen kann, aber es ist sehr, sehr stabil. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte mal, der Thomas Fortz, ich hätte mal vielleicht jetzt eine einfache Frage, vielleicht auch eine schwierige, ich weiß nicht. Gibt es bei dieser Einspeisevergütung eigentlich einen Inflationsausgleich? Weil wir sehen momentan alle, was die Finanzjongleure mit unserem Geld anstellen, weltweit. Und jeder hat so ein bisschen Bedenken vor Inflation, wenn ich mir dann die 4% angucke. Da tun wir auch durch ein paar Fragezeichen auf. Wie ist das mit der Einspeisevergütung? Ja, die Einspeisevergütung ist fest. Es ist nur so, wir erzeugen ja keine Einspeisevergütung, wir erzeugen Strom. Und der Strom ist sehr wertvolle Energie. Und wenn jetzt aus irgendwelchen Inflationsgründen die Einspeisevergütung nicht mehr interessant ist, können Sie den Strom auf dem freien Markt verkaufen. Das Ziel des Erneuerbaren Energiegesetzes ist ja gerade das, dass man in geplant war mal 20 Jahren die Solarenergie so oder auch die Windenergie so
kosteneffizient bauen kann, dass sie mit den konventionellen Energien Schritt halten kann oder noch günstiger ist. Wenn man die fossilen Energien richtig kalkulieren würde mit den ganzen Entsorgungen und Abgase, die in die Luft gepustet werden, viele Posten, die auf die Allgemeinheit umgelegt werden, wenn sie nur die Entsorgung von Atommüll sehen oder was so ein Kraftstofftransport kostet an öffentlichen Geldern, dann sind wir eigentlich jetzt schon konkurrenzfähig. Aber wir erzeugen ja hier, wir investieren eine Summe, die ja dann bezahlt ist. Wir erzeugen Strom und keine Einspeisevergütung, das ist der Geldeffekt. Aber wir haben den Strom, wir können den Strom jederzeit, wenn man einen Abnehmer findet oder der Haushaltsstrom auf einmal 40 Cent kostet, können Sie den auf dem freien Markt verkaufen. Das ist nicht so, dass Sie für 20 Jahre mit dem Einspeisesitz verheiratet sind. Ich frage noch eine Ergänzung dazu. Da führen jetzt schon die ersten Gespräche von Leuten, die uns anbieten, für das Windrad den Strom uns abzukaufen über den erneuerbaren, also über den Satz des Erneuerbaren Energiegesetzes. Das ist zwar nur ein kleines Quäntchen, wobei das summiert sich auch, aber es geht jetzt schon los. Das Windkraftstrom, wir kriegen 9,5 Cent, gerade nochmal im Vergleich, deutlich weniger als Solarstrom, also Windstrom ist an der Stelle auch, muss man jetzt hoffen auch mal so sagen, der effizientere regenerative Strom. Aber egal, wenn ihr mit was geht, weil die beiden Wind und Sonne müssen sich auch ergänzen, aber der Mechanismus beginnt jetzt schon zu greifen. Ich bin mir 100% sicher, schon in 10 Jahren hängen wir mit unserem Windrad nicht mehr am erneuerbaren Energiegesetz, kriegen aus anderen Quellen nochmal deutlich mehr. Ich hätte noch eine Antwort zu Ihrer Frage, Inflationsausgleich. Und zwar, ich habe das bei mir auch gedacht und habe gesagt, mach doch einfach Eigenbedarf. Eigenbedarf, da bekommen Sie, Sie werden sicher davon ausgehen, dass die nächsten Jahre die Strompreise steigen. Ich verkaufe momentan meinen erzeugten Strom, Kilowattstunde, für 28,8 Cent, zahle aber momentan 22 Cent. Ich nehme jetzt ein Drittel meines Ertrages, meiner Ausbeute, für den Eigenbedarf und kriege noch vom Gesetzgeber 12 Cent dazu. Das heißt also, ich spare momentan schon als Eigner pro Kilowattstunde 6 Cent. Und wenn jetzt draußen der Strom teurer wird, und wir können davon ausgehen, der wird teurer, dann wird es dann irgendwann bei mir 10, 15 oder 20 Cent sein in 5, 6 oder 7 Jahren. Sodass ich damit einen Inflationsausgleich in jedem Fall habe. Weil das betrifft nur die Genossenschaft. Ja, ich hätte eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Die Einspeisevergütung wird nicht vom Gesetzgeber gezahlt, sondern von der Allgemeinheit, die den Strom bezieht. Sprich, wir alle finanzieren, dass Sie eine gewisse Vergütung bekommen. Das ist vollkommen legal, aber das müssen Sie halt auch mal bewusst sein. Dass das eigentlich ein reines Zivilgeschäft ist, das hat mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Ja? Wenn Sie wirklich was Sinnvolles machen möchten an dieser Stelle, und ich begrüße ausdrücklich diese Initiative, dann sollten Sie dabei die Gesamtbilanz betrachten und dann sind wir ganz schnell Richtung Windkraft oder Richtung Bioenergieanlagen. Ich komme mal zu dem Thema. Ich sehe die Solarzellen auch nicht so kritisch. Insbesondere da hingehend, dass die Entwicklung bei den Solarmodulen, ja, Sie werden das sicher auch wissen, ziemlich rasant vorangeht und die Wirkungsgrade jährlich steigen, zum Teil auch monatlich Sprünge machen. Und es ist natürlich die Frage, was wir mit unseren Solarmodulen machen, auf den Dächern, die heute vielleicht 10-15% Wirkungsgrad haben. Und in 5 bis 10 Jahren gibt es Module, die 40-50% erzeugen. Was machen wir dann mit unseren Modulen? Ja gut, es ist heute ja auch schon die Diskussion, Sie kriegen identische Module, die haben 8% Wirkungsgrad, Sie können die guten Kristalline nehmen, die haben 16% Wirkungsgrad. Aber für den Investor, den Privatinvestor, ist immer interessant, was investiere ich und was bekomme ich raus. Und für die Module mit 8% Wirkungsgrad brauchen Sie halt die doppelte Fläche, um den gleichen Ertrag zu bekommen. Ich mache seit 14 Jahren etwa Photovoltaik und
Damals war schon der Wirkungsgrad der ersten Siemens-Module bei 13%. Heute bewegen wir uns in der Masse bei 15-16%. Also die Sprünge sind gar nicht vorhanden. Es gibt Module für Satelliten, die gehen in Richtung 25-30%. Das sind sehr hochselektierte Module und die können Sie heute wirtschaftlich auf der Erde nicht betreiben. Aber beim Satellit spielt jedes Prozent Wirkungsgrad aus Gewichtsgründen eine Rolle. Es steht Ihnen aber immer frei, das ist auch jetzt hier bei dem Windenergie-Thema Repowering, das heißt, man nutzt den Standort und stellt dort, wo heute 500 kW-Anlage steht, mit dem gleichen Aufwand 2 Megawatt Kraftwerk, weil man sieht, das bringt ja viel mehr an dem Ort, mit dem höheren Mast, mit dem größeren Durchmesser. Genauso ist das ein Rechenexempel, ob ich nach 10 oder 15 Jahren sage, ich werfe die Module runter, mache effizientere Module, kriege aus der gleichen Fläche den doppelten oder dreifachen Ertrag, wobei es jetzt eigentlich schon relativ sicher ist, dass man mit kristallinen Modulen nicht in den Bereich von 50% Wirkungsgrad kommt. Aber es ist ja hier aktuell der Stand. Ich muss wissen, was kann ich verbauen, was kostet mich das und was bringt es zum Ertrag. Noch einmal zu dem Einwand, dass die Einspeisevergütung ja über die Umlage des erneuerbaren Energiegesetzes bezahlt wird, das stimmt. Da die Umlage beträgt momentan 3, irgendwas Cent auf jede Kilowattstunde. Davon hat die Photovoltaik einen Anteil von ungefähr 1 Cent. Der Rest geht Biomasse, Windenergie hauptsächlich. Aber wir hatten vor 10 Jahren den Kohlepfennig. Das war nichts anderes. Da hat sich niemand drüber aufgeregt. Und hier bei der regenerativen Energie muss man sich immer rechtfertigen. Also das ist so eine Sache, es ist ganz klar, das muss man offen kommunizieren, dass es keine Steuergelder sind, die da ausbezahlt werden, sondern die Umlage, die jeder mit seiner Stromrechnung bezahlt. Derjenige, der eine Anlage hat, der profitiert davon und derjenige, der keine hat, profitiert davon nicht. Deshalb würde ich Ihnen raten, gehen Sie in die Genossenschaft. Dann profitieren Sie davon. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen zu der Photovoltaik. Das ist immer so ein bisschen eine einseitige Betrachtung, wenn man jetzt das einfach nur von dieser Einspeisevergütung her betrachtet. Es ist ja auch so, dass die Photovoltaik in erster Linie über den Tag zur Verfügung steht und dann in erster Linie über den Nachmittag. Und da ist der Spitzenbedarf auch beim Strom. Und es ist sogar so, dass gerade diese Abdeckung im Spitzenbedarf, also der Strom ja am teuersten ist normalerweise, die Photovoltaik dazu führt, dass die Börsenpreise in dem Moment sogar nach unten gehen. Also der Effekt der Photovoltaik ist der, dass die Börsenpreise eigentlich nach unten sinken und letztendlich der Strompreis sogar niedriger wird dadurch. Also den Effekt muss man dabei auch betrachten. Ja, vielen Dank. Wer hat noch Fragen? Ja, ich würde ganz gerne was sagen. Es ist ja nicht nur das Problem der Energiepreise, sondern es ist ja in Wirklichkeit auch das Problem des Ölpeaks, des Gaspeaks. Da werden wir irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren Öl befüllen über Gas erreichen und spätestens dann werden die fossilen Brennelemente ganz rasant nach oben gehen. Es gibt ein Buch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gelesen habe, das heißt H2-Revolution. Die sind ja dubios geschrieben, weil der Mangel des der Wasserstoff kommt aus dem Himmel gefallen. Ist es jetzt so? Letztendlich muss dieser Wasserstoff erzeugt, ist Wasserstoff ein Energieträger, so wie Öl, nur halt regenerativ erzeugt. Das heißt über Windkraft, über Photovoltaik. Das heißt immer dann, wenn man Energie im Überfluss hat, dann wird daraus, könnte in 10, 20 Jahren Wasserstoff als Energieträger erzeugt werden. Weil wer es schon gehört hat, Mercedes, Linde, die versuchen momentan ganz kleine Strukturen von Wasserstoffkraft-Tankstellen auszubauen. Klar, dieser Wasserstoff, dieser Energieträger, ob es jetzt Akkus sind, die irgendwo im Keller stehen, Akkus sind, die irgendwo in einem Auto drin sind, alle diese Elemente mindestens von irgendeiner regenerativen Energie erzeugt werden. Und richtig ist natürlich, dass alle Dinge, die heute Geld investieren,
klein, also die Bürger, die heute Geld investieren, partitionieren wir davon. Leid tun wir die Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, die nicht die Kleinen, die Geld haben, im Sinne Kleinen, die Geld manche ab 2000 Euro aufwärts. Also ich habe das, ich bin in dem Staat, ich habe das, so wie Sie es vorhin erwähnt haben, auf meinem Privathaus gemacht, habe jetzt endlich auch Pellets eingebaut, damit ich theoretisch, also ich bin jetzt nicht energieneutral, aber ich bin CO2-neutral oder CO+ sogar. Das gleiche gilt für mich für die nächsten Jahre in der Mobilbranche. Das heißt, ich werde irgendwann mal ein Auto fahren, das nicht mehr mit Benzin angetrieben wird. Heute habe ich ein Auto, das wird mit Gas angetrieben, aber irgendwann werde ich Strom in meinem Auto tanken, das ich auf meinem eigenen Dach oder über eine Windkraftanlage oder sonst wo ich mich beteiligt habe, generiere. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, dass es viele Menschen gibt, die ähnliche Ziele haben. Mir geht es gar nicht um das Geld und die Rendite, sondern wir müssen in der Tat, wie wir das vorhin auf dem Bild gesehen haben, was für unsere Kindeskinder tun. Gibt es noch Wortmeldungen? Ja, dann möchte ich vielleicht an der Stelle auch noch was ergänzen. Und zwar, wir haben ja auch immer davon gesprochen, dass wir zusammenarbeiten wollen mit den Schulen. Und wir haben auch schon gehört, dass würde auch bedeuten, wenn das Projekt umgesetzt wird, finanzielle Vorteile für die Schulen. Aber darüber hinaus kann ich mir auch vorstellen, dass es auch eine gute Sache wäre, wenn es Schülergruppen gibt, die dieses Projekt dann auch begleiten, vielleicht dokumentieren und vielleicht auch der Öffentlichkeit vorstellen könnten. Und es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, wenn dann wirklich mal die Module hier angefahren werden, so dass man ganz praktisch auch mit den Schülern arbeiten kann, sage ich jetzt mal so. Aber also ich denke, es ist auch so ein Aspekt, der also vielleicht ja, ganz von Vorteil wäre, mit Schulen und mit Schülern zusammenzuarbeiten. Vielleicht, dass da darüber dann auch mal Überlegungen angestellt werden. Okay, ja, gibt es noch irgendwelche Wortmeldungen dazu? Dann würde ich